Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ursprünglich wollte ich mit euch eigentlich die Quest von Belle weitermachen. Das Problem bei der Sache ist, die beiden schlafen immer noch. Beziehungsweise das Biest hatten wir jetzt durch in der letzten Folge. Belle ist aber auch noch am Schlafen und das zu einer Zeit, wo ja sämtliche Leute auf der Welt wach sind. Also zumindest in unseren Breitengraden. Ich habe aber dafür etwas anderes gesehen. Und zwar, als ich gerade hier das Feld gegossen habe. Erstmal, es sieht wunderschön hier drin aus. Also ich meine, oben die Rose wäre letztes Mal noch nicht drin gewesen. Und die Blumen, die da drin steckten, auch nicht. Zweitens, diese Blumen, also diese Rosen, die eigentlich hier dran ja, wachsen sollten, sage ich jetzt mal, sind jetzt fertig. Die sehen wir uns einmal an. Oh, da kann das Biest dann kommen, ja, obwohl es nicht wach ist. Das ist ja super. Die sammeln wir uns mal ein. Oh, roter Bartfaden ist auch mit drin. Rote Bromelie. Und natürlich eine rote Rose. Cool. Das nächste Mal wäre dann in einer halben Stunde, dass ich das Ganze einsammeln könnte. Dadurch haben wir den jetzt aber nicht aufgeweckt, ne? Nee, der ist immer noch am Schlafen. Und hier ist nochmal ein Schild mit Dagobert. Hallo. Wenn du das Gewächshaus des Biestes verbesserst, kannst du doch mehr seltene Blumen züchten. Und das bedeutet ein glücklicheres Dorf. Ja, investieren wir mal 10.000. Ah, ist das nicht ein Anblick? Das Dorf wird sicher bald doch mehr schöne Sträuße haben. Oh. Anders sieht es für mich jetzt nicht aus, aber okay. Nein, nicht weglaufen, wir verbessern das natürlich nochmal. So, der sagt natürlich jetzt immer das Gleiche. Jetzt vergrößern wir nochmal für 20.000. Hey. Oder verändern wir für 20.000. Wobei, ja doch, verändern tun wir diesmal wirklich was. Vergrößern überhaupt nicht irgendwie, aber es kann ja noch kommen. So, dann nochmal für 30.000. Das wäre jetzt das dritte Mal. Ja, da sehe ich jetzt wieder keine Veränderungen. Hallo. Dann nochmal für 40.000. Sehe ich auch keine Veränderung? Wie oft kann man das denn machen? Also bei Vajana war das sehr lange. Für 50.000 nochmal. Ah, da ist jetzt vorne ein Kübel drin. Also davor. Beziehungsweise zwei. Das ist neu. Dann die sechste Veränderung für 60.000. Na, sehe ich jetzt wieder nichts. Hallo. Dann 70.000. Sehe ich immer noch nichts? Ich denke mal, dass das wohl so bis 100.000 geht. Hey! Einmal für 80.000, das wäre jetzt die achte Erweiterung. Sehe ich wieder keine Veränderungen? Ah, 8 Erweiterungen können wir insgesamt machen. Ja, aber das sieht gar nicht schlecht aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind 8 Erweiterungen, aber insgesamt 7 Töpfe. Schauen wir mal eben, können wir hier irgendwas sehen wegen der Zeit? Okay, die Zeit scheint sich dann auch zu verringern, weil wir hatten eben eine halbe Stunde und jetzt steht, die nächste Blume kommt in 5 Minuten und es gibt ein Blumenlimit von 20, die wir insgesamt holen können. Ja, das ist doch mal eine richtig feine Sache, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Alles, was mit Blumen zu tun hat, ist richtig, richtig cool. Ja, in Bezug auf Belle kann ich leider noch nichts Neues sagen, deswegen mache ich hier mal einen kleinen Cut. Für euch geht es aber natürlich direkt weiter. So, und da sind wir wieder und ja, diesmal ist Belle nicht mehr am Schlafen. Ich habe jetzt einfach die letzten 4,5 Stunden was anderes aufgenommen und ja, habe jetzt gehofft, dass sie endlich mal wach ist. Belle. Ich bin so froh, dass wir uns unterhalten können. Das ist schön.
Gimp-Lehrerin, ich habe versucht, das mysteriöse Buch zu verstehen, das ich in der Dreamlight-Bibliothek gefunden habe. Es scheint eine Art Code zu sein. Könntest du mir helfen? Oh, einen Code knacken. Erzähl mir alles. Ich freue mich, dass du genauso interessiert bist wie ich, aber im Moment gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe alles Mögliche versucht, um zu verstehen, was hier geschrieben steht, aber ich hatte kein Glück. Wenn nur Papas Übersetzungsmaschine wirklich funktioniert hätte. Übersetzungsmaschine? Was ist das? Nun, mein Vater ist ein Erfinder und hat viele wunderbare Maschinen entwickelt. Er arbeitet an einem Projekt, das einfach eine fantastische Idee ist. Aber ich habe die Pläne aufbewahrt, nur für den Fall. Es handelt sich um eine Übersetzungsmaschine, die, wenn sie gebaut werden könnte, Texte in verschiedene Sprachen übersetzt. Du glaubst doch nicht, dass wir einige der magischen Dinge hier im Tal benutzen könnten, um sie zu erschaffen, oder? Ich weiß einfach, dass wir es könnten. Das wäre großartig, wenn ich nur die Entwürfe finden könnte. Ich war mir sicher, dass ich sie mitgebracht habe, damit sie mich an ihn erinnern. Ich werde dir bei der Suche helfen. Oh, danke. Ich habe sie im Schloss des Biest gefunden, wo wir uns getroffen haben. Papa war schon vor mir dort gewesen und muss sie fallen gelassen haben. Oh, du meinst in deinem Reich? Ich kann dorthin zurückkehren, um sie für dich zu suchen. Wonach soll ich suchen? Es sind Entwürfe, also ein paar von ihnen. Sie könnten im Schloss verstreut sein, nach dem, was mit den Büchern dort passiert ist. Super, ich schaue mir dein Reich an, um die Entwürfe zu finden. Au revoir! Au revoir! Gut, ihr seht alle ein bisschen seltsam aus, wenn ihr so ineinander steht. Ach so, wir können ja, Moment, schnelle Fortbewegung, Königreiche, Schön und das Biest. So, drei Stück müssen wir finden und ich habe natürlich absolut keine Ahnung, wo. Und nachdem ich jetzt die ganze Zeit ein Spiel mit Karte gespielt habe, nämlich Teso, bin ich jetzt die ganze Zeit nach oben rechts am Gucken. In der Hoffnung, dass irgendwas auf der Karte markiert ist, was natürlich nicht ist, weil wir hier keine haben. Komm, lauf. So, Bibliothek. Sie war doch auch in der Bibliothek eigentlich. Da müsste doch mindestens eins auch hier sein. Aber natürlich ist dem wieder nicht so. Wo sollte das denn sonst sein? Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt glänzen. Moment, komme ich jetzt hier nicht in den Garten? Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt glänzen, also mir angezeigt werden. Oder, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, ne? Oder ob ich die tatsächlich irgendwie anders suchen muss. Dann kann man hier in den Garten. Ist der Keller jetzt offen? Nee, ne? Nee, immer noch nicht. Ich dachte, vielleicht hat sie die ja im Keller irgendwo. Oh, das sieht gut aus. Eine Seite mit ordentlicher Schreibschrift, die aussieht, als würde jemand eine Geschichte schreiben. Ah, nee. Das waren die anderen. Ah, ja. Das hatten wir ja schon mal alles gelesen. Ich hoffe jetzt nicht, dass das... Nee, sonst wäre ja schon eins von drei. Das Problem ist, dass sich natürlich jetzt hier auch immer wieder das Bild ändert. Nee, das sind auch wieder die Dinger, wo man nicht vernünftig gucken kann in dem Sinne. Das sind auch wieder die anderen. Ah nee, das ist mal eine neue. Okay. Also sehen diese Seiten aus wie diese anderen Seiten, die wir schon mal gefunden haben. Das ist natürlich doof, weil dann kann man die gar nicht mehr unterscheiden. War ich jetzt hier nochmal? Och, bleib doch nicht an jedem kleinen Busch hängen, ja? Hier war auch noch einer. Das sind wir, glaube ich, am Anfang gewesen, oder? Deine Ecke ist auch nichts. Das ist auch wieder dieses normale. Haben wir denn jetzt nicht schon jeden Teil hier abgesucht?
Also hier draußen im Garten würde ich jetzt mal behaupten, haben wir jetzt schon alles abgesucht. Das Problem ist, gilt das auch für drinnen? Wir kommen ja auch nicht in jede Ecke rein. Wie war das jetzt? Da oben kommen wir wieder zurück, oder? Obwohl eigentlich beides das gleiche ist, glaube ich. Ja, genau, hier ist die Bibliothek. Da haben wir hier vielleicht doch etwas übersehen, weil die leuchten ja auch wieder erst, wenn man quasi davor steht. Wenn man irgendwo ein Pergament sehen würde, aber scheinbar auch nicht. Ah, Moment. Nee, das ist auch wieder sowas. Ah, das ist doch doof. Wo könnte sich der Rest befinden? Gucken wir nochmal in jeder Ecke nach. Da ist auch nichts drin. Oh, das ist aber neu, oder? Ja, das ist neu. Sehr gut. Aber uns fehlt immer noch eine. Das ist auch wieder das gleiche Lager hier, ne? Aha. Nein, das ist schon wieder das alte. Schade, schade, schade. Hätte klappen können. Hier ist auch nichts hinter. Da kommen wir wieder zurück. Dann bleibt mir eigentlich wirklich nur noch der Anfang. Entweder hier in der Ecke. Oh, Moment. Nee. Das ist wieder das andere. Oder halt eben, wo ich eben schon gedacht hatte, dass wir hier hochgehen müssen. Aber das sieht eher nicht so aus. Als ob hier noch was ist. Nee, das hatten wir auch schon, ne? Die letzte Seite. Wo ist die letzte Seite? Also ich kündige jetzt schon mal an, sollte es tatsächlich zu lange dauern, die zu suchen. Dann werde ich einen kleinen Cut machen und werde euch nur das Ergebnis zeigen, wo ich sie gefunden habe. Ist auch nirgendwo hier so dazwischen oder so. Es ist auch eine blöde Perspektive, muss ich sagen. Das war ja hier diese eine Seite. Nein, nein, du sollst... Hallo, du sollst nicht sitzen. Stehst du auf? Ja, das war der Löwe mit dem... Ja. Dahinter ist auch nichts. Ja, aber da unten kommen wir wieder raus. Und hier bin ich jetzt schon alles abgelaufen und hier habe ich alle schon mal aufgenommen. Da hinten liegt tatsächlich noch was. Nee, das ist wieder schade. Aber es war sehr leicht zu übersehen. Das muss man ja zugeben. Vielleicht ist doch noch irgendwo was, was ich jetzt übersehen habe. Also ich gehe nochmal draußen gucken. Gehe hier wirklich nochmal komplett durch und klicke jedes einzelne an. In der Hoffnung, dass ich was finde und schalte euch dann hinzu, wenn ich es gefunden habe. Weil irgendwo muss das doch sein. Ich meine, bei den meisten weiß ich ja, ich habe es schon angeklickt, aber ich mache das vorsichtshalber doch nochmal bei jedem einzelnen Blatt hier. Ja, ich würde sagen, bis gleich.
Ah, Moment. Ja, ich habe sie dann doch noch gefunden und zwar hier in der Ecke von der Bibliothek. Dann können wir jetzt schnell wieder zurückgehen. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob es hier rum etwas kürzer ist, aber wir versuchen es mal. Oh, die bleibt auch wirklich an jeder kleinen Ecke hängen heute. War nicht leicht. Also ich bin noch mal 5 Minuten gut hier rumgeirrt. So, Frage ist, nee, Bell kommt uns entgegen, so wie es aussieht. Hoffe ich zumindest, dass sie nicht wieder an uns vorbeirennt. Hallo, hier drüben. Hi. Hier sind deine Unterlagen. Kann ich dir helfen? Ich kann es nicht glauben, Gameplayerin. Du hast alle Entwurfsseiten für Papas Erfindung gefunden. Jetzt muss ich sie nur noch zusammensetzen. So, fertig. Aha. Papa wollte eine Maschine erfinden, die ein Buch liest, es in eine andere Sprache übersetzt und dann die Übersetzung druckt. Wie ein Computer? Ich fürchte, ich weiß nicht, was das ist. Es ist eine Art Denkmaschine. Nun, ich nehme an, es könnte ähnlich sein. Papa hatte viele Ideen für diese Erfindung, aber sie hat nie funktioniert. Warum lassen wir uns nicht von den Ideen deines Vaters inspirieren, machen aber etwas Moderneres draus? Ich weiß genau, was wir brauchen. Eine Hauptplatine. Wally besitzt wahrscheinlich eine. Ich bin mir sicher, er würde gerne helfen. Das tut er immer. Oh. Und er ist so lieb dabei. Dann werde ich Wally fragen, was brauche ich sonst noch? Es sieht so aus, als ob Papa plante Weichholz, Glas und etwas, das Papa als Teile zum Basteln bezeichnete, zu verwenden. Oh, ich kann nicht glauben, dass Papas Erfindung wirklich funktionieren könnte. Das ist wunderbar. Na? Bis auf, dass ich einmal Teile zum Basteln zu wenig habe. Das finde ich nicht gut. Glas habe ich auch zu wenig, könnte ich aber vielleicht noch. Oh, wow. Das sieht aber voll richtig gut aus. Da muss ich mal ganz schnell. Also, tut mir wirklich leid. Ja, aber nicht mit der Spitzhacke. Es tut mir wirklich leid, aber da muss ich mal ganz schnell ein Bild von machen. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Man sieht nicht alles, aber finde ich gut. Richtig cool. Dann gucken wir auch noch mal eben ganz schnell. 20 können wir einsammeln. Oh. Oh, endlich mal was, was uns hilft. Und wir kriegen noch mal zusätzlich rote Rosen, die wir sonst auch nicht kriegen würden. Richtig, richtig geil. Ja, klasse. Jetzt haben wir natürlich sehr viel. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Platz. So, wir brauchen. Ach so, wegen dem Glas wollte ich eigentlich mal eben rübergehen. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, er hat etwas Glas. Sehr schön. So, wir nehmen einfach alles mit, was wir hier haben. 10 Glas. Reicht das aus? Ich bin mir nicht sicher. Alles klar. So, Kohle brauche ich Ich sowieso bin wirklich keine. erleichtert, dass es hier so viele nette Leute gibt. Ne? Das ist toll. Die Hauptplatine, aber wo kriegen wir nochmal Teile zum Basteln her? Ich meine, wir mussten die selber erstellen. Ach so, ich bin so schön hier im Reinlaufen, weiß gar nicht, obwohl die zu Hause ist. Wally! Ich bin immer froh, dich zu sehen. Direktive. Ich brauche eine Hauptplatine. Hast du so etwas? Tada! Wow, du hattest eine bei dir. Ich danke dir, Wally. Tschüss. Ach so, ich sollte vielleicht mein Handy wieder wegtun. So, Teile zum Basteln. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die herstellen können. Ich bin mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, wie man da überhaupt drauf kommt, also dran kommt. Ich schau mal eben. Teile zum Basteln. Ah ja, aus Eisenbarren, auch noch so teuer. Na gut. Ich brauche zwei oder was war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache jetzt erstmal so einen Dreierpack.
Okay, das reicht schon. Gut, dann sollte das unter Möbel eigentlich... Nee, unter funktionelle... Genau, hier, Übersetzungsmaschine. Sieht eher wie ein Bett aus, wollte ich gerade sagen, bis ich den Rest gesehen habe. So. Dann, wo ist Bell schon wieder? Da hinten. Nicht, dass die mir wieder wegläuft hier. Juhu, Bell. Wieso haben die jetzt eigentlich schon wieder... Hä? Ich habe bei Dagobert vorhin offline alles weggekauft und jetzt haben die wieder neue Sachen? Was geht denn jetzt ab? So, bitteschön. Lass uns die Übersetzungsmaschine starten und sehen, was passiert. Gameplayerin, das ist fantastisch. Ich hätte nie gedacht, dass Papas Erfindung wirklich gebaut werden kann. Die Übersetzungsmaschine. Es ist, als würde sie mit mir sprechen. Sie stellt mir Fragen. Was sind das für Fragen? Im Moment fragt es mich nach dem Namen des mutigsten Pferdes von allen. Naja, lass uns die Frage beantworten und sehen, wohin sie führt. Das mutigste Pferd von allen ist mit Sicherheit Maximus, hieß der, ne? Von Rapunzel. Ah. Maximus. Das klingt wie der Name eines Generals. Mal sehen, was die Maschine davon hält. Sie fragt einfach die gleiche Frage noch einmal. Das muss nicht die richtige Antwort gewesen sein. Sonst kenne ich keinen Pferdenamen mehr. Maximus? War nicht Maximus der von Rapunzel? Dann sage ich mal Philippe, keine Ahnung. Ach so, ihr Ernsthaft? Du meinst mein Pferd? Nun, er hat mich einst geholt, um meinen Vater zu helfen. Das war sehr mutig. Und dann zeigte er mir, wo Papa war. So habe ich das Biest kennengelernt. Mal sehen, ob das die richtige Antwort ist. Es hat funktioniert. Sie hat einen kleinen Teil eines Satzes übersetzt. Die ersten beiden Worte des mysteriösen Buches sind »Ich bin«. Gameplayerin, diese Frage bezog sich auf mich. Wie kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wirkt die Magie hier auf die Maschine und da du diejenige bist, die sie benutzt. Das muss es sein. Mal sehen, was als nächstes kommt. Jetzt geht es um den perfekten Zeitpunkt, um in einer Geschichte etwas über die wahre Identität einer Person zu erfahren. Der richtige Moment in einem Buch, um etwas über die wahre Identität einer Person zu erfahren... Im Moment des tragischen Todes. Ja, super. Es gibt keinen perfekten Moment, muss ich sagen. Aber da es sich anscheinend um ihre Geschichte handelt, würde ich sagen, ganz am Ende. Es würde mich überraschen, wenn das die Antwort wäre. Normalerweise wollen die Autoren, dass die Charaktere nach einer solchen Enthüllung Zeit miteinander verbringen. Aber lass uns auf die Übersetzungsmaschine nachsehen, ob du recht hast. Sie hat nichts Neues übersetzt. Ich glaube, wir haben die falsche Antwort. Okay, also es scheint doch nicht auf sie direkt bezogen zu sein, also auf ihre Story. Im Moment des tragischen Todes wäre dann ja auch bescheuert, nachdem sie schon gesagt hat, dass die Personen Zeit miteinander verbringen sollen. Dann sage ich mal, jeder weiß, dass es im dritten Kapitel ist, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Das ist die Stelle, an der es in meinem Lieblingsbuch passiert. Ich hoffe, es ist die richtige Antwort. Es war richtig. Sie hat zwei weitere Wörter gedrückt. Dreamlight Valleys. Was? Ich bin Dreamlight Valleys? Achso. Ich frage mich, was danach kommt. Gibt es noch eine weitere Frage? Ja, und hoffentlich ist das die letzte. Okay, wie lautet die Frage? Sie will wissen, in welches Objekt sich ein Haushofmeister verwandeln könnte, wenn er unter dem Bann einer Zauberin stünde. Ein Haushofmeister, der sich verwandeln würde? Also, müsste dann der Kerzenständer sein. Wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher bin, ob Lumière ein Haushofmeister war. Ich dachte eigentlich, er wäre ein Butler gewesen. Aber, ach so, Moment. Eine Uhr natürlich. Nee, die Uhr. Boah, also die Teekanne, das war eine Frau. Die Uhr war ein Mann, glaube ich.
Das könnte der Haushofmeister gewesen sein. Ich meine, der Kerzenständer, also Lumière, wäre ein Butler gewesen. Das denke ich auch. Ich hoffe, die Übersetzungsmaschine stimmt mir zu. Aha. Das war's. Wir haben es geschafft, Gameplayerin. Es wird übersetzt. Oh. Ich kann den ganzen ersten Satz lesen. Ich bin Dreamlight Valleys bester Rätsellöser. Ein weiteres Geheimnis. Ich kann es kaum erwarten, mehr zu lesen. Lassen wir die Übersetzungsmaschine arbeiten. Danke für all deine Hilfe, Gameplayerin. Ich erzähle es dir, sobald ich das ganze mysteriöse Buch gelesen habe. Das ist wunderbar. Ja. Wunderbar. Bei ihr steht jetzt nichts Neues, also gehe ich mal stark davon aus. Ja genau, die nächste Aufgabe ist leider noch gesperrt. Das heißt, ich muss mal schauen, dass ich die nächsten Tage ein bisschen Zeit habe, mich ranzusetzen und Belle noch mal ein bisschen zu leveln. Die Kürbisse sind auf jeden Fall schon bereit. Also liegt es jetzt nur noch an mir, beziehungsweise an der Zeit, die ich dafür überbringen muss. Aber für die heutige Folge sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich werde versuchen, meine Stimme wieder zu finden. Bis zur nächsten Folge und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.